Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Kanalvorstellung. Heute der Kanal Fireboy. Ja, sind gerade auf der Übersichtsseite. Ihr seht schon, richtig schön bunt und ist auch ein toller Kanal. Ich habe vorher schon mal reingeguckt. Und ja, da würde ich ihn nochmal gerne vorstellen. Da haben wir einmal hier, gehen wir mal zum Banner und da sieht man schon sehr viel von Mario. Da ist Luigi. Der Pilz, sehr bunt, sehr geil. Hier ein Fireboy mit Explosionen drin. Und hier im Avatar haben wir auch noch ein Bild. Sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Kanalinfo und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da haben wir 345 Abonnenten, 32.824 Aufrufe, Beitritt am 4.01.2013. Beschreibung: Willkommen auf meinem Kanal. Hier findet ihr Gaming-Videos aller Art, von Tests bis zu Top-Listen, ist sicher für jeden was dabei. Also schaut euch doch einfach ein wenig um. Ein neues Video kommt in der Regel einmal die Woche. Momentaner Uploadplan: Let's Test, Top 5, Blue Force Fireball, Let's Test. Meine Plattform: Skype haben wir hier, Nintendo Network, Steam und Twitter. Hier sind überall die Kontakte. Könnt ihr gerne mit in Kontakt aufnehmen. Ansonsten haben wir noch Details: Land, Deutschland, Links, Twitter, malt ein Bild, Livestreams und Google Plus. Ja, sauber. Dann gehen wir mal in die Playlisten rein und dann schauen wir mal, was uns hier wartet. Ich mach mal die 5 hier bitte auf. Und yo, da haben wir Smash Bros. Zeug, 7 Videos, Fireball Force Blue, X2, 8 Videos, Top 5 Listen, 6 Videos, ich auf anderen Kanälen, 33, cool, süße Pokémon, 5, Let's Test, 45 Videos, Kurve Fever, 3 Videos, Another Super Mario 3D, 13, Kirby Streamland, 2 hässliche Pokémon, Favoriten, jawoll, sauber, schönes Bild, ja, genau, dann Super Mario Land, 4, Super Mario 4, 3, Pokémon News, aha, Pokémon, auch cool, habe ich früher auch gezockt. Super Mario 3D Land und positiv bewertete Videos. Saugeil. Outtakes. 3304. Da hast du ordentlich geklickt. Respekt. Ja, dann gehen wir nochmal auf Videos und dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Haben wir dann hier vor einem Tag, vor einer Woche, vor zwei Wochen, drei Wochen, einem Monat. Also, gut, hier waren in den letzten, da waren ein bisschen, kam ein bisschen mehr raus. Sieht man schon alles einen Monat. Aber sonst, wie du schon gesagt hast, fleißig, fleißig. Und auch die Thumbnails sehr schön gestaltet hier, sehr viel Mühe gegeben. Sehr, sehr toll, sehr bunt. Sieht richtig toll aus, so richtig einladend. Überall steht irgendwas, Nintendo da und da. Sehr toll, cool, echt, echt gut gemacht. Gehen wir mal ein bisschen runter, schauen uns das mal an. Yo, top, kann man gar nichts anderes zu sagen, auch hier mit getaggt, da kriegt man dann auch Aufrufe, sehr, sehr geil und finde ich immer cool, wenn man darauf antwortet oder wenn man da was macht, Bescheid gibt und, sieht doch super aus, also finde ich echt cool, einladend und vor allem abwechslungsreich, toll, ja, nicht schlecht, Respekt, 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 ah, ja, hat er angefangen hier, sind auch gute Klicks auf den Videos, 297, und ja, das ist doch top, 346, geil, geil, jetzt weiß ich nur gar nicht, welches Video ich gucke, vielleicht das neueste ist immer am besten vielleicht, wegen, da steht was mit Gerüchte oder möchtest du einen Test, das weiß ich jetzt gar nicht, hier sind, oder ich kann mal gucken, gehen wir mal auf Übersichtsseite. Jeder, der sich... Jo, da geht's direkt los, da haben wir dann alle Videos, da seht ihr direkt, was als neuestes kam, sehr, sehr toll gemacht, dann haben wir Let's Tests, dann haben wir Top 5 Listen, Fireball Force Blue, das sind also jetzt die Playlisten, kommt man direkt drauf zugreifen, ich auf anderen Kanälen und abgeschlossene Projekte, sehr, sehr cool, da kann man direkt gucken, ah, da könnt ihr, wenn er jetzt sagt hier, ich möchte gerne Super Mario 3D Land gucken, 17 Videos könnt ihr anklicken, dann könnt ihr gespannt gucken hier, direkt abgeschlossen, alle 17 Parts reinpfeifen und dann läuft das hässliche Pokémon, ja, sag mir mal ein hübsches Pokémon, nee, passt schon, ist schon auf jeden Fall eine gute Sache und sieht sehr bunt aus, oh, Mario Kart DS, Dragon Ball Super Talk, okay. Ich bin ja auch Dragon Ball Fan, finde ich ganz cool. Auch die Games mit dem Fighten und so. Tja, das sind alles coole Sachen hier. Und, ja, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden, was ich zeige, weil das sieht alles so einladend und cool aus. Ich mache es einfach so, dass wir das aktuellste Video nehmen. Das wäre das hier, direkt auf der Startseite. Jetzt gehe ich nochmal kurz, mal eben automatisch. Ja, voll 1080, 60 FPS, super. Lass ich kurz ein bisschen laden, dann kann ich nochmal die Beschreibung vorlesen. 60 FPS habe ich jetzt auch neu, also zumindest bei den, bei meinen Gamer-Let's Play. Ich glaube, hierfür brauche ich keinen 60 FPS.
noch nicht. Mal schauen, was sich da alles so ergibt mit der Zeit. Ja, was haben wir denn hier? 111 Aufrufe, sehr schön. Seid nicht faul, schreibt einen Kommentar, um zu zeigen, dass ihr das Video gesehen habt. Heute mal ein Video, das nicht zu meinen Formaten passt, das ich aber unbedingt machen wollte. Hier der Link zu der Gerüchteflut. Mhm. Twitter, Ask, Skype, Nintendo, Steam. Sehr schön. Mal wieder weniger anzeigen. Ja, warum nicht? Zeigen wir das Neueste. Und warum nicht? Gerüchte sind Gerüchte, ist immer gut. Nintendo ist top. Boah, wie viel ich früher gezockt habe damit. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, gucken, was uns erwartet. Und dann schaue ich mir mal einen kleinen Ausschnitt aus deinen Gerüchten zusammen hier. Und go. Ein wenig mit Nintendo beschäftigt, wird in den letzten Monaten wohl was von Nintendo NX erfahren haben. Die NX wird Nintendos nächstes großes Gerät, auf dem sie Spiele entwickeln. So viel wissen die meisten wahrscheinlich schon. Doch in den letzten Monaten sind so viele Gerüchte dazu aufgetaucht, dass ich mich dazu entschlossen habe, ein Gerüchte-Zusammenfassungsvideo zu machen. Also, los geht's! Vor ziemlich genau einem Jahr sickerten die ersten Gerüchte durch, dass Nintendo eine neue Konsole entwickeln würde. Und es sollte angeblich ein Hybrid zwischen Heimkonsole und Handheld werden. Ungefähr zwei Monate später traten erneut Gerüchte auf. Und zwar, dass Sharp Nintendo angeblich mit biegsamen Displays beliefere. Diese sollen geformt werden können, um einer breiten Palette der Userbedürfnisse gerecht zu werden. Es wird weiterhin behauptet, dass Nintendo ein Design in Betracht ziehe, in dem der LCD-Screen ein Loch in der Mitte hat. Die Gerüchte zum biegsamen Display stammen von der japanischen Newsseite Sankei. Diese will das aber scheinbar aus offiziellen Quellen erfahren haben. Rund einen Monat später traten erneut Gerüchte auf. Sehr geil gemacht, muss ich sagen. Auch sehr spannend und mitreißend. Sehr informativ. Also da wird man am liebsten jetzt zu Ende schauen und dann erstmal gucken hier, ja, wow, was sind denn da für Gerüchte? Okay, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ja, ich muss sagen, früher, wo ich noch kleiner war, habe ich dann natürlich viel Nintendo gespielt. Dann kam hinter die PlayStation und so. Aber ich kenne sehr viele, die das noch spielen und ich finde die Games auch waren echt toll. Also wenn ich dran denke, wie viele Stunden ich Mario Kart gezockt habe oder Super Mario, damals doch auf den, Super Nintendo und Nintendo 64, da habe ich auch dieses Pokémon Stadium gezockt und ja, was da alles war, richtig geil. Also top Sache, finde ich auch cool, dass du so viele Videos raus mit Donkey Kong oder Skylanders, das gehört dazu, Skylanders, aber Donkey Kong, hier habe ich ja früher auch gezockt und Wahnsinn, ey. Echt toll, sind auf jeden Fall sehr interessante Videos dabei, liebe Freunde, da solltet ihr unbedingt mal reinschauen, gerade für die großen Nintendo-Fans, hier ist alles kreuz und quer, sehr schön gemacht, tolle Qualität, also kann ich gar nichts anderes zu sagen, super Kanal, also heftig, nicht schlecht, mach auf jeden Fall weiter so und das wird auf jeden Fall was richtig Gutes werden, haben wir noch Kanäle hier, sind noch wahrscheinlich Freunde von ihm hier mit drin. Finde ich sehr cool, dass die gezeigt werden so und gegenseitig unterstützen, ist immer eine gute Sache. Auch hier für deine Freunde, wenn sie Bock haben, die können gerne schreiben. Ich würde die gerne vorstellen, gar kein Problem. Einfach nur Bescheid sagen. Dann können wir nochmal bei Diskussion reingucken. Da ist auch was los hier, wichtige Umfrage haben wir hier. Ich weiß, einfach krass und. Hier wird auch immer fleißig geantwortet. Also wenn ihr Fragen habt oder so, ihr seht schon, hier ist richtig was los. Das ist optimal und richtig cool. Doch, gefällt mir. Und da könnt ihr auch drauf gespannt sein, weil da wird sofort geantwortet, ja. Und der Tonqualität, Bild super, also kann ich gar nichts sagen. Kann man entspannt zugucken, schöne Musik im Hintergrund dabei gewesen. Top, top, top. Ja, liebe Leute, unterstützt ihn auf jeden Fall, den Jungen hier, 345 Abonnenten, sehr, sehr gut schon. Und wenn euch das gefällt, hier schaut doch mal rein, schaut euch die Videos an, hier gibt es ja von jedem was dabei. Auch mit den Gerüchten sehr spannend und dann könnt ihr erfahren, wie es weitergeht. Und den Link zu seinem Kanal findet ihr natürlich in meiner Beschreibung und auch von der Community, da bist du auch dran, also immer reinkommen in die Community, kommt alle rein, postet eure Videos, zeigt mit, was ihr macht und ihr seid alle herzlich willkommen. Und ja, kann nur weiter sagen, mach weiter so, super Kanal, gefällt mir sehr gut, schön bunt, schöne Thumbnails, sehr viel Mühe gegeben, top, auf jeden Fall 1000 Daumen hoch, so viele wie ich habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, liebe Freunde, und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Kanalvorstellung, euer Ivano. Ciao.